Bernhard Schulte und Bastian Knauer von der Polizei Bremen unterwegs zum Einsatz. Wir fahren jetzt auf die A1 und zwar soll es genau an dieser Anschlussstelle Arsten im Beschleunigungsfahrstreifen einen Unfall gegeben haben zwischen einem PKW und einem LKW. Die A1 ist eine der meistbefahrenen Autobahnen Deutschlands. Mehr als 140.000 Fahrzeuge pro Tag, davon 20% LKW. Jeden Tag gibt es Stau. Hier hat es beim Einfädeln geknallt. Jetzt muss es schnell gehen. Sonst geht hier südlich von Bremen bald gar nichts mehr. 5 Kilometer Stau sind es schon. Also es ist so, dass wir natürlich möglichst schnell die Fahrbahn wieder frei haben wollen. Und wenn die fahrbereit sind, so wie jetzt, dann schicken wir die zum nächsten möglichen Aufnahmeort. Und dann rollt der Verkehr wieder. Seit Monaten wird hier gebaut. 40 Jahre alte Betonplatten werden durch neue ersetzt. Insgesamt gibt es auf der A1 zurzeit 70 Baustellen. Von Fehmarn bis Saarbrücken. Immer öfter kommt es auch deshalb zu Unfällen, wie diesem hier. Okay, mache ich da mal eben einmal Fotos von. Selber gesehen habe ich ihn nicht. Nichts zu machen. Aber bei einem LKW sieht man das noch nicht, wenn da so ein kleiner PKW auf einmal neben einem ist. Das sieht man nicht. Jeder Unfall muss aufgenommen werden und das dauert. Doch der Fahrer des PKW sieht die Schuld nicht bei sich. Der Staat honoriert sowas immer mit einem kleinen Bußgeld. Da habe ich mir schon gedacht. Ja. Das ist, ich meine, der Schaden reicht doch schon, oder? Ja, Bußgeld. Schon, ja. Aber Sie dürfen beim Einfädeln auf die Autobahn keinem anderen ins Auto fahren. Das ist das Problem. Und das kostet. Nee, das ist so nicht richtig. Er ist mir reingefahren. Ich bin zuerst gefahren. Aber Sie müssen warten an der Stelle. Ja gut, aber von der Aussage her ist das falsch. Er ist mir reingefahren, also, nicht ich ihm. Aber vom rechtlichen her ist es so, dass das Sie warten nicht, ja, müssen. Und aber dafür sind dann 110 Euro ausgelobt. Der Bußgeldbescheid kommt später. Knauer und Schulte müssen zum nächsten Unfall 3 Kilometer weiter. Hallo, hatten Sie einen Auffahrunfall? Wir haben ganz leicht uns okay berührt, ja. Also verletzt ist niemand? Doch der leichte Auffahrunfall war nicht der gerade gemeldete aus der Zentrale. Ja, das kommt schon mal im Stau schon öfter vor. Und dann wird natürlich abgearbeitet nach Dringlichkeit. Wenn jetzt vorne ist ein Unfall, linker Fahrstreifen hat natürlich Priorität. Und wir wissen auch nicht, ob Verletzte oder nicht. Auf der Überholspur hat es gekracht. Wieder einmal. Jetzt muss die Unfallstelle abgesichert werden. Der Stau ist schon auf 10 Kilometer gewachsen. Die A1 bei Bremen ist nicht nur Deutschlands Stauautobahn, sondern auch gefährlich. In den letzten beiden Jahren gab es hier 650 Unfälle mit mehr als 100 Verletzten. Hier war es ein Auffahrunfall. Ich habe gemerkt, dass sie am Beschleunigen war. Und dann habe ich auch halt Gas gegeben und danach habe ich kurz aufs Navi geguckt und wieder nach oben und danach habe ich so gesehen, dass ich schon am Bremsen war und dann habe ich auch eine Vollbremsung gemacht und bin hinten drauf gefahren. Was den Beamten zusätzlich Nerven kostet, die Gaffer. Ja, man muss den Verkehr manchmal ein bisschen anschubsen. Das ist das typische Phänomen, fahren extra langsam, um noch mal gucken zu können. Der eine oder andere holt sein Handy noch mal raus, um noch mal schnell ein Foto machen zu können. Unglaublich, aber so kriegen wir den Stau natürlich nicht weg. Und wieder eine Gefahrenstelle. Ein Autofahrer hat einen Auspuff verloren, mitten auf der Fahrbahn. Sierra, wollen Sie gleich mitnehmen? Ich bräuchte gleich eben noch mal einmal Führerschein, Fahrzeugschein. Und wenn Sie nicht Halter sind, dann auch noch eben den Ausweis dazu. Das ist nur, falls einer gegengefahren ist. Ja, das müssen Sie eben haben gleich. Können wir am Auto machen. Die Sache ging glimpflich aus. Es ist später Nachmittag. Jetzt hat auch noch der Feierabendverkehr eingesetzt. Die Nerven der Autofahrer liegen blank. Katastrophal. Was ist das denn hier? Ein Unfall oder was? Alles um Bremen seit Jahren Katastrophe, ne? Chaos. Nur Chaos. Nur Chaos. Also diese Woche habe ich mit Sicherheit schon 20 Stunden hier nur gestanden. Und wieder wird ein Unfall gemeldet, an einer anderen Stelle. Die Kollegen haben Verstärkung angefordert. Gleich 3 Lastwagen sind zusammengestoßen. Mit dabei ein Tiertransporter. Bastian Knauer schaut als erstes nach den Tieren. Geht allen Schweinen gut? Die Tiere sind okay, doch ist der LKW fahrbereit? Aber die Deichsel hat einen ordentlichen Knick. Ja. Auch schön genau an der schwächsten Stelle im Ross, ne? So kann der Tiertransporter nicht lange weiterfahren. Weil wir den natürlich von der Autobahn haben wollen,
Sichern wir den jetzt noch eben ab bis zur nächsten Werkstatt, dann kann der in Ruhe die Tiere umladen und den Schaden reparieren lassen. Der Verkehr fließt, die Schweine in Sicherheit. Wir haben ein sehr hohes Unfallaufkommen in dem Bereich und sehr viele Einsätze und das bindet uns im Moment sehr stark. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Noch bis November wird an der A1 bei Bremen gebaut. Das heißt, genervte Autofahrer und viel Arbeit für die Bremer Polizei.